Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Sophie Schönwiese. Heute habe ich einige Dinge, die ich dir zeigen möchte, die mich sofort erden. Viel Spaß! Erstens barfuß gehen. Barfuß gehen verbindet dich sofort mit der Mutter Erde. Du spürst den Untergrund unter deinen Füßen und kannst ganz bewusst die Erde wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel draußen barfuß gehen, aber auch natürlich in deiner Wohnung. Zweitens, unter einem Baum legen. Wenn du dich unter einem Baum legst, wirst du die Kraft der Mutter Erde auch wahrnehmen. Du kannst hinaufschauen in die Krone des Baumes und einfach nur die Kraft der Mutter Erde und die Kraft des Baumes wahrnehmen. Das hilft mir immer sofort, mich wieder stärker zu erden. Drittens, Zeit mit der Familie. Zeit mit der Familie kann auch sehr erdend sein. Allerdings nicht immer. Ich persönlich benötige auch ab und zu eine Auszeit, nachdem ich mit meiner Familie unterwegs war. Aber grundsätzlich tut es sehr gut, mit der Familie Zeit zu verbringen. Das verbindet und erdet in dem Sinne auch. Viertens, ins Wasser hüpfen. Ins Wasser hüpfen ist auch tatsächlich eine sehr gute, erdende Tätigkeit. Und vor allem im Sommer ist das natürlich ein wahres Vergnügen, einfach ins Wasser zu hüpfen. Du wirst sehen, nachdem du ins Wasser gehüpft bist, fühlst du dich viel mehr geerdeter. Fünftens, ins kalte Wasser steigen. Ähnlich wie der vierte Punkt kannst du auch nur deine Füße ins eiskalte Wasser halten. Da gibt es ja zum Beispiel das Kneipen, das gibt es zwar nicht überall, aber es gibt ganz viele Stellen, vor allem auch in Österreich, wo man kneipen kann und somit kannst du auch dich so erden. Sechstens, Natur generell. Du wirst es schon bemerkt haben, fast alle Punkte, die ich bis jetzt aufgezählt habe, befinden sich in der Natur. Die Natur ist einfach ein Ort, wo du dich sehr gut erden kannst. In der Natur kannst du wieder zu dir selbst zurückfinden und die Kraft der Mutter Erde wahrnehmen, indem du eben zum Beispiel barfuß gehst. Aber generell wirst du in der Natur die Kraft wahrnehmen können, auch von den Bäumen, vom Wasser und so weiter. Siebtens, Essen. Essen ist auch eine erdende Sache. Vielleicht fällt es dir auf, wenn du gegessen hast, geht es dir meistens besser. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann machen wir etwas, was auf der Erde basiert. Dann nehmen wir Nahrung zu uns und diese Nahrung stärkt uns und erdet uns somit. Achtens, Zeichnen. Zeichnen erdet mich zumindest. Zeichnen ist für mich eine sehr meditative, aber eben auch erdende Tätigkeit, weil ich so wieder ganz zu mir selbst zurückkommen kann. Aber nicht nur Zeichnen ist erdend, sondern auch alles, was du auf der Erde praktizierst. Also auch putzen, aufräumen, ausmisten, kochen und so weiter. Alles, was du eben, was du handfestes tust, all das erdet. Es ist eigentlich so einfach. Aber auch ich habe jahrelang gebraucht, um das richtige Erdungsritual für mich zu finden. Mittlerweile kreiere ich fast all diese Punkte in mein Leben und kann so gut geerdet, aber trotzdem mit einer Verbindung nach oben durch die Welt gehen. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend, je nachdem, wie spät es gerade bei dir ist. Alles Liebe, deine Sophie.